Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meinem Video zur Frankfurter Buchmesse 2016. Und so viel sei verraten, es war ein tolles, tolles Wochenende. Es war, ja, ich glaube, eins mit der besten Messenwochenenden, die ich bisher so hatte. Und das lag einfach an den vielen tollen Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich Zeit verbringen konnte. Und dass ich mir auch mal ein bisschen Frankfurt ansehen konnte. Aber ja, wir werden nicht so lange vorneweg schnacken, sondern ich denke direkt einfach so ein bisschen mit dem Reisebericht loslegen. Ich bin ja kein Vlogger oder ja jemand, der viel dann gefilmt hat. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch relativ wenig Fotos gemacht, weil mir einfach die Zeit und die Begegnungen mit den Menschen so wichtig war. Und ich das irgendwie immer komisch finde, wenn man dann die Kamera zückt. Also so für mich, und ich möchte ja das Erlebte für mich haben, und natürlich gibt es Erinnerungsfotos, die man so jetzt bei sich trägt und die dann auch einen Platz an der Wand sozusagen bekommen, einfach wenn man tolle, liebe Menschen trifft und alles so an einem Ort ist. Ja, das war einfach, ja, es war ein tolles, tolles Wochenende. Wir fangen einfach mal mit der Hinreise an. Es ging bei mir um 5:30 Uhr morgens los. Ich fahre ja ungefähr 4 Stunden mit dem Zug. Und ja, es hat begonnen relativ entspannt mit dem Album von Max Giesinger. Ich habe mit Musik gestartet in den Tag. Ich liebe, liebe, liebe dieses Album und habe das jetzt so ziemlich den ganzen Oktober, auch schon Anfänge im September, mir angehört, und ich finde den wirklich großartig und mag seine Songs, mag seine Stimme. Ich fand sein EM-Lied toll, und also das, was ja umgedichtet wurde, aus 80 Millionen gemacht wurde. Und ja, da, seitdem bin ich großer, großer Fan. Ich kann mich an ihn noch erinnern, als er bei The Voice of Germany war. Da fand ich den auch schon ganz, ganz toll. Und dann verliert man irgendwie die Leute aber aus den Augen. Und ja, dann ging es weiter mit Flawed, dem Hörbuch von Cecilia Ahern. Das ist ja ihr erster All-Age-Roman. Und ich habe da so 2 Stunden am Freitag gehört. Man ist gut in die Geschichte reingekommen. Ich mochte die Sprecherin. Und bin dann am Frankfurter Bahnhof angekommen, relativ mit wenig Verspätung. Ich glaube wirklich, wir sind fast pünktlich angekommen. Und dort habe ich dann die liebe Bina getroffen und die liebe Paddy. Und ich sage jetzt schon mal, alle, die hier irgendwie namentlich erwähnt werden, finden sich natürlich in der Infobox wieder. Und ja, sind sowieso ganz oft im Grunde die gleichen, denen ich dann über den Weg gelaufen bin, beziehungsweise mit denen ich Zeit verbracht habe. Aber das war so das erste Schöne, wir sind an einem Ort. Und dann ist die liebe Vilja ja noch dazu gestoßen, und es hat nicht lange gedauert. Dann haben wir auch noch Lisa, Nessie und Nina getroffen. Und ja, sind dann gemeinsam auf unseren ersten Messetag gegangen. Wir waren schon am Freitag dort. Und das fand ich wirklich super entspannt. Die Gänge auch in Halle 3, das ist ja so die Belletristik-Reihe, wo wirklich die großen deutschen, ja, Verlage sind, waren im Grunde fast leer. Man konnte in den Gängen stehen, und irgendwie, ja, gar kein Vergleich zum Wochenende, wie ich ja sonst die Buchmesse in Frankfurt erlebt habe. Da war wirklich, ja, das war ein wunderbarer Start in die Messe. Wir haben viel gequatscht und wir haben uns einfach gefreut, dass wir endlich so auf einen Fleck sind, dass man alle Lieblingsmenschen, mehr oder weniger ein paar haben ja gefehlt, um einen herum hat. Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und das ist das, dieses Gefühl, was mich auch das ganze Wochenende so begleitet hatte. Und dann ging es, glaube ich, auch schon ziemlich los mit einem der ersten Highlights. Als Mädels sind natürlich auch ein Highlight. Aber ja, der liebe Herr Fitzek saß dort und hat ein Käffchen getrunken. Oder hat sich, glaube ich, unterhalten mit einer anderen Autorin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Und ja, auch wenn ich ja sonst immer sehr sprachlos bin, den Satz, ich hätte gern ein Foto, kriege ich ja immer wieder raus. Und so bin ich ganz nett hin, und er hat auch ganz nett reagiert und hat gesagt, er macht das hier gar zu Ende und meldet sich. Und es hat auch wirklich nicht lange gedauert. Und ja, ich habe mein Foto bekommen, was ich euch dann natürlich jetzt wahrscheinlich einfach mal ein bisschen einblenden werde. Und ja, ich ja, danke kriege ich noch raus, und dann ist es erstmal für eine halbe Sekunde, eine halbe Minute vorbei. Dann bin ich einfach nur, ja. Also Fitzek hat einfach diese Wirkung. Ich kann nach wie vor nicht erklären, warum, aber es ist jedes Jahr und jedes Mal aufs Neue einfach so.
Und ja, vielleicht kann ich das nur überwinden, indem ich tatsächlich mal das Gespräch suche und mir vielleicht einen Zettel mache, wo ich ablese, irgendwie so, hallo Herr Fitzek, wie geht es Ihnen? Oder irgendwie so, ne? Also ja, ist auch komisch, es ist glaube ich so mit der Einzige, mit dem ich jetzt schon länger Kontakt habe, den ich ja seit meiner ersten Messe eigentlich jedes Mal treffe, von dem ich immer noch von Herrn Fitzek rede. Von allen anderen ist man irgendwie in die Du- und Vornamenreihe gegangen, aber es ist irgendwie der Herr Fitzek, irgendwie komisch. Ja, musste ich mich schon darauf aufmerksam machen, warum ich da nicht auch einfach den Vornamen verwende. Ja, der Herr Fitzek eben. Na, da weiß eben jeder, was es ist. Ja, auch sein Buch wurde ja jetzt schon so ein bisschen angepriesen, was ja jetzt am Mittwoch erschienen ist. Ich weiß nicht, ob das taktisch wirklich so klug war, das Buch im Nachgang erscheinen zu lassen. Ich glaube, ich hätte es tatsächlich cleverer gefunden, das Buch vielleicht eine Woche vorher herauszubringen, sodass man es auf der Messe irgendwie zeigen konnte. Aber da wird sich der Verlag vielleicht was dabei gedacht haben oder auch nicht. Dann habe ich angestanden, beziehungsweise habe mir die Lesung angehört von Adriana Popescu und Anne Freitag, die dort unter ihrem Pseudonym Ellie Taylor und Carrie Price, genau, da waren, und zwar am Knauer-Stand, und das ist ja wirklich einer der mit ja, schönsten Stände mit diesem Rondell, finde ich immer wieder schön. Die haben mit fünf anderen Autorinnen so eine kleine Lesung, Vorstellung ihrer Bücher gehabt, und ich habe ja auch zwei Bücher mitgeschleppt auf die Messe. Und ja, das sind die New York Diaries von Ellie Taylor alias Anne Freitag und eben Lieblingsmomente von Adriana Popescu, was ja definitiv zu einem meiner Jahreshighlights gehört und was das Genre angeht auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Kino ist. Und ja, wir haben ein bisschen diese Lesung genossen und da habe ich dann nochmal Ankas Geblubber getroffen und Verena, die ich durch Kommentare kenne und durch Instagram-Bilder, und ja, wir haben dann so ein bisschen die Wartezeit gemeinsam genossen und haben uns dann eben zur Signierung angestellt, und da habe ich dann die liebe Annika Bühnemann getroffen. Es war unser zweites Live-Aufeinandertreffen, und Annika ist ja auch so eine Person, die strahlt übers ganze Gesicht und ihre Augen strahlen gleich mit und ist ja wirklich mit ihrem YouTube-Kanal auch jemand, die mich unglaublich motiviert und inspiriert, und jetzt habe ich ja auch dieses Jahr das Buch von ihr und Anne Fischer gelesen, wo ich einfach sage, toll, also was Annika alles so schafft, ja, das finde ich ganz, ganz toll. Und es war zum Glück nicht unsere einzige Begegnung, sondern wir haben uns dann später nochmal gesehen am Sonntag, und dazu aber dann am Sonntagsbericht sozusagen ein bisschen mehr. Ja, ich habe dann nach langer, langer Wartezeit endlich Adriana und Anne getroffen, und es gibt da auch ein ganz, ganz wunderbares Foto, und wir haben uns leider nur kurz unterhalten können, und ich konnte kurz schwärmen, wie toll ich einfach Lieblingsmomente finde, was ich ja der lieben Miriam verdanke, die ja leider nicht dabei sein konnte. Und wenn du das Video siehst, Miriam, gute Besserung und alles wird gut, ne? Kopf hoch. Da war ich echt so happy, dass ich da meine Signierungen bekommen habe und dass das Geschleppe sozusagen sich gelohnt hat. Und wir haben dann auch über die Stellen gesprochen, die ich markiert habe, denn ich habe sie natürlich markiert gelassen. Ich tue ja die Markierung nicht raus. Und gerade Adriana hat bei einigen, glaube ich, doch so ein bisschen wollte sie, glaube ich, neugierig sein und schmunzeln, aber leider blieb da die Zeit gar nicht, um sich alles so ein bisschen anzugucken. Es war auf jeden Fall super toll, beide Mädels zu treffen, und ich mag ja auch die Videos von Adriana, und ich ja, bin da einfach total begeistert, und es ist einfach schön, wenn man jetzt so ein echtes Gesicht einfach ja, vor Augen hat. Dann haben wir uns ein Interview von Sebastian Fitzek angehört in diesem Open Stage. Das ist so ein Zelt, das zum Glück ein bisschen beheizt war, denn es war doch recht kalt in Frankfurt. Und man ist ja ohne Jacke, die gibt man ja alles an der Garderobe ab. Und es lagen da auch Decken und Heizstrahler, und da war es dann eigentlich ganz kuschelig. Und da haben wir uns so, ich glaube, 40 Minuten war dieses Interview, was ich sehr interessant fand. Und man merkt einfach, dass ich glaube, es selten einen Autoren gibt, der so nah bei seinem Publikum ist und wie es Sebastian Fitzek ist. Also ich finde, das ist immer wieder ein Phänomen, wenn man ihn bei Interviews und so sieht, wie echt er sich einfach so klingt und einfach so redet, wie er denkt. Und das mag ich unglaublich gerne an Menschen, und das macht er wirklich großartig, und es hat echt Spaß gemacht. Und dort sind wir dann, die Mädelsgruppe,
auf Carina und Phil gestoßen, auch zwei Menschen, die ich ganz besonders gerne habe und mich total gefreut habe, die endlich mal ja, live zu sehen, in den Arm zu nehmen und ja, endlich mal alles so an einem Ort. Und dann haben wir uns eben zusammen dieses Interview angehört, die sind ganz kurz vorher gekommen, war wirklich toll. Und danach haben wir dann, Phil und ich, beim Goldmann Verlag, also in der Random House Ecke, haben wir die Spiegelstadt entdeckt von Justin Cronin. Und ich war kurz da versucht, es mitzunehmen. Habe ich aber natürlich nicht. Ich fand das toll. Ich stand da echt davon und dachte, oh, es steht schon da, es steht schon da. Das dauert noch eine Woche, bis es rauskommt. Und ja, es war echt toll. Also es war, glaube ich, mit eins der Buchhighlights sozusagen. Das ist total verrückt. Ja, also von das Paket zum Beispiel stand, soweit ich weiß, kein echtes Buch herum. Das waren alle nur die Kartons zu dem Buch. Die haben sich immer recht leer angefühlt. Von daher glaube ich tatsächlich, dass da gar nichts drin war. Aber die Spiegelstadt stand live und in Farbe davor und ja, fand ich echt toll. Danach, nein, dazwischen drin, ich glaube schon zum Interview, habe ich auch noch die liebe Lena gefunden und wir hatten vorher schon ein bisschen geschrieben, wann, wie, was, wo, könnten wir uns über den Weg laufen und wir haben dann das Interview, also sie saß beim Interview dann auch mit dabei und auch Lena, mit der habe ich auch ja schon Bücher zusammen gelesen und wir haben auch so einen ganz lieben WhatsApp-Austausch und war eben auch so ein Lieblingsmensch, der jetzt mit dabei war. Also vielleicht auch schon jetzt mal, bevor ich es vergesse, an all die ich getroffen habe, es war einfach toll und schön, dass wir endlich mal so ein bisschen Zeit in echt miteinander verbringen konnten. Und ja, jetzt muss ich direkt mal auf den Zettel schauen, ob ich jemanden vergessen habe. Nein, ich glaube nicht. Ja, und dann bin ich zum Autorensofa eingeladen worden. Das ist ja eine Aktion, glaube von ein bisschen was über 20 Autoren, die sich eben zusammentun, um eben einen Messeauftritt zu haben, um einen Facebook-Auftritt zu haben. Und ja, da sind unter anderem die Drostens eben auch mit dabei. Und das sind ja für mich auch einfach zwei Autoren, die ich besonders ins Herz geschlossen habe, auch ihre Bücher, wo ich einfach immer wieder begeistert bin, dass sie mich so, diese historischen Bücher, die sie schreiben, dass sie mich damit so packen und begeistern können und ja, ein Genre, auf das ich ja wirklich Lust haben muss und mir ja eigentlich eher so die Königlichen am besten gefallen, diese Intrigen am Hofe. Und da schreiben ja aber die Drostens gar nicht. Die schreiben ja eher aus dem Leben gegriffen, wie beim Elefantenmädchen, wo es ja um Sri Lanka ging und eben um die Zeit, als Sri Lanka von den Engländern ja im Grunde ja eingenommen wurde. Ja, was ja wirklich ein ganz, ganz tolles Buch war, also was mir wirklich großartig gefallen hat. Und ich mag den Austausch mit beiden. Ich habe lange mit Julia reden können und dann noch mit Horst und die haben dann natürlich auch noch ein Foto gemacht auf dem Autorensofa. Und ja, das sind eben einfach auch zwei Menschen. Immer wenn man die trifft, hat man so ein Strahlen im Gesicht. Und das ist mir wirklich das, was hängen bleibt, ist die Freude, die eben diese Bücher, was ja das Hauptthema eigentlich ist, dass uns das eben allen so ein Lächeln ins Gesicht zaubert und man dadurch eben Begegnungen hat und Kontakt hat und Gespräche hat, die einen so begeistern können und mitreisen können und das Leben so ein bisschen lebenswerter machen. Also ja, war ein ganz, ganz tolles Treffen. Und danach war es, glaube ich, schon ziemlich vorbei. Das ging, glaube ich, bis knapp 18 Uhr. Und dann ja, hat mich meine Freundin an der Messe eingesammelt, bei der ich ja das Wochenende auch verbracht habe. Und wir sind gemütlich zu ihr nach Hause gefahren und haben zwischendurch irgendwo noch was zu essen und zu trinken mitgenommen. Und hatten dann einen schönen und angenehmen Abend, einfach nur sitzend in ihrer Wohnung. Also ich wäre auch so nicht viel mehr in der Lage gewesen an diesem Freitag. Bin dann auch ziemlich früh zu Bett gegangen, also für meine Verhältnisse früh. Und am nächsten Tag war dann kein Messetag. Wir haben nämlich einmal Sightseeing gemacht durch Frankfurt. Ich war ja jetzt das dritte Mal in Frankfurt, also zur Buchmesse. Ich war, glaube ich, schon zweimal vorher, aber rein beruflich, da ist dann immer nicht die Möglichkeit, groß irgendwas zu tun. Und ja, wir hatten uns eben vorgenommen, einfach mal uns Frankfurt anzugucken. Und wir haben angefangen mit einem Markt im Inneren. Ich komme jetzt leider, kleinen Markt, glaube ich. Ja, ich glaube, so hieß er. Fand ich sehr interessant. Da gab es wirklich alles. Also vom Fleisch über das fertige Produkt, von Gemüse, Obst, Kleinkram, Pflanzen, alles. Also es hat unglaublich gut darin gerochen. Es war so eine Mischung aus allem.
Und ja, war wirklich so Hammer. Also dieser Markt ist wohl wirklich täglich. Und gerade fand ich so Winter, Herbst, wenn es regnet, man nicht über den normalen Wochenmarkt möchte, findet man dort alles. Fand ich ganz, ganz toll. Dort in der Nähe war dann auch der Dom. Und auch wenn ich jetzt nicht der christlichste, religiöseste Mensch sozusagen bin, finde ich das immer faszinierend. So ging es mir ja auch schon in Köln. Und ich fand auch den Regensburger Dom immer wieder faszinierend und schön. Und ich mochte es ja auch in Berlin letztes Jahr. Und ich spüre einfach in diesen Häusern, dass mir das irgendwas geben kann. Also ich verstehe, dass Menschen da reingehen und Kraft daraus nehmen, weil man hat da schon so eine Atmosphäre, die einen irgendwie mitnehmen kann und mitreißen kann. Ich habe von innen keine Fotos gemacht. Ich denke immer, das macht man irgendwie nicht. Aber es war innen drin sehr, 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 sehr groß und bombastisch. Mir persönlich war es ein bisschen zu sehr die Leidensgeschichte von Jesu, was ja, ich sage jetzt mal, der unschönste Moment in der christlichen Geschichte sozusagen ist. Und das hat natürlich so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, fand ich. Also, ja, vielleicht so objektiv betrachtet. Es war aber, also, ne, diese Atmosphäre fand ich wirklich toll und ich fand schön, dass wir den Moment da auch einfach verweilen konnten. Dann waren wir ein leckeres Käffchen trinken und in so einer wunderbaren Kaffeekneipe, was auch immer, total urig, gemütlich, laut, gemischtes Publikum, hat mir ganz gut gefallen, war echt super gewesen. Und dann sind wir, ich hoffe, ich kriege das von der Reihenfolge alles so zusammen, in den chinesischen Garten gegangen. Und das war wirklich mit mein Highlight. Das fand ich wirklich, also das klingt so banal, ein Garten. Und ich blende euch einfach Bilder ein. Ich fand das wirklich schön. Mir hat diese ganze Anlage, die eben so man hat das Gefühl, man ist direkt in einem anderen Land. Und meiner Schwester hatte ich auch Bilder geschickt und sie hat dann so geschrieben, hey, seid ihr da in einem Schrein oder wo bist du? Bist du in Frankfurt? Und ja, da musste ich dann so ein bisschen schmunzeln. Also es war super schön gemacht, es war total grün und das mitten in einer Großstadt wie Frankfurt. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie der Central Park in New York, natürlich nur viel, viel kleiner. Und ich mochte einfach die Stille, die da herrschte, das Grün, das war, es roch total erdig und nach Natur. Und ich glaube tatsächlich, dass das, wenn ich in Frankfurt wohnen würde, zu einem meiner Lieblingsplätze gehören würde. Und ich mich wahrscheinlich bemühen würde, dass ich dort in der Nähe irgendwo eine Wohnung bekomme, damit ich da jeden Tag hingehen kann. Ich glaube, dass die Kosten, die Mietkosten da wahrscheinlich sehr hoch sind, aber ich fand den wirklich ganz, ganz toll. Und jeder, der mal in Frankfurt ist und was Schönes sehen möchte, wie hieß denn dieser Garten? Bethien? Ich versuche es euch mit hinzuschreiben. Bethien-Garten? Also ich glaube, ohne chinesischen Garten kommt man aber weiter. Und ja, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Dann haben wir Mittag gegessen bei einem Inder, was super lecker geschmeckt hat und ja, es ein bisschen urig war und ich fand, es war so eingerichtet, wie sich Deutsche eben Indien vorstellen, fand ich persönlich. Ja, aber es war super lecker, es waren super freundlich und wir durften uns dann auch von der Karte was bestellen, obwohl die, glaube ich, irgendwie Buffet hatten. Ich bin aber nicht der große Buffet-Fan, weil ich gerne weiß, was ich esse und gerne auch nur das essen möchte, was ich möchte. Na, wisst ihr, wie ich meine? Dementsprechend bin ich kein großer Buffet-Fan, auch bei allen anderen nicht. Klar, beim Italiener, da sieht man eine Lasagne von der Cannelloni von Spaghetti. Logisch, aber sonst bin ich da eben nicht so der Fan. Und da war ich dann wirklich, haben wir uns sehr gefreut, dass wir von der Karte bestellen konnten. Und das war wirklich sehr, sehr lecker. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht zum Shoppen und sind ins Skyline Plaza gegangen. Eine Shoppingmeile direkt an der Messe. Und die gibt es wohl noch gar nicht so lange, 3-4 Jahre. Und da sind wir so ein bisschen umhergeirrt. Ich durfte auch schnell noch zu Lush und habe mir ein bisschen meine Vorräte aufgestockt. Da habe ich das Bild auch schon mal bei Instagram gepostet. Und dann haben wir uns eben oben in diese Bar gesetzt, wo man auch was Leckeres trinken konnte. Und dann haben wir uns eben auch nochmal den Ausblick dort gegeben und genossen. Und ja, das fand ich wirklich schön. Also man steht dann wirklich vor dieser Skyline. Und ja, und was ich immer besonders schön finde, sind einfach die Flieger. Also Frankfurt, man sieht ja ständig Flugzeuge und in jedem, das wegfliegt, würde ich am liebsten sitzen und denken, oh ja, ich will auch. Ja, also das lockt dann sozusagen das Fernweh in der Ferne
und fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und dann sind wir in den normalen öffentlichen Bus eingestiegen und haben eine Art Stadtrundfahrt gemacht und sind da auch durchs Europaviertel gefahren, wo dann eben auch die EZB steht. Und das hat natürlich gleich so ein bisschen einen anderen Stil gehabt als all das, was ich sonst so ein bisschen gesehen hatte in Frankfurt. Und es war einfach toll, so diese Unterschiede zu sehen. Und man spürte einfach so ein bisschen die andere Seite von Frankfurt. Und es war dann eben auch grün und eher ländlich. Also so wie es bei mir in der Stadt eben auch einfach ist. Und es war ruhig. Und das war ja das, was ich am Anfang immer so schwierig an Frankfurt fand, dass das immer so groß gewirkt hat und so ungrün. Und mir meine Freundin diesmal aber gezeigt hat, es ist doch ganz anders. Also ja, fand ich ganz, ganz toll. War ein toller Tag, auch eben abseits der Messe. Und abends, ja, da ging es dann lecker essen in die Arche Nova. Ich glaube, es war ein persisches Restaurant und da schleift mir der Fuß ein. Was super, super lecker war mit ganz vielen Lieblingsmenschen an einem Ort. Und ja, es war einfach toll. Also ja, man merkt einfach, wenn man Menschen begegnet, egal wo und wie, und das Internet ist ja nun mal sehr, sehr groß und die Menschen sehr, sehr weit weg, dass es total komisch ist, dass man auf einmal nebeneinander sitzt. Das ist aber nur für einen ganz kurzen Moment komisch. Und nach diesem einen komischen Moment fühlt es sich an, als wäre es schon immer so. Und daran merkt man einfach, dass man die richtigen Menschen, glaube ich, einfach getroffen hat und eben auch ganz liebe Menschen getroffen hat. Und dass man eigentlich alles gefunden hat, was man noch nicht mal gesucht hat. Und ja, das war so ein toller Abend und ich werde den wirklich lange, lange, lange im Herzen tragen, mittragen. Es gab tolle Gespräche, wir haben gelacht und lecker gegessen und ja, fand ich wirklich schön und ja. Aber gar nicht mehr dazu. Gehen wir zum Sonntag, da muss ich mal mein Notizzettelchen umblättern. So viel hat da nämlich gar nicht drauf gepasst. Ich hätte nur einen größeren Zettel nehmen müssen und musste die Rückseite beschreiben. Ja, der Sonntag war ja dann der Messetag mit meiner Freundin, ich sag mal mehr oder weniger. Wir haben den Vormittag miteinander verbracht und waren gerade bei den internationalen Verlagen unterwegs. Das ist was wir eigentlich, mit dem wir auch angefangen hatten bei unserer ersten Messe vor 2 Jahren, dass wir gesagt haben, wir gehen mal abseits der Massen und waren dann eben in Halle 4 und Halle 5 und wo wir dann eben einfach noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm genossen haben und einfach da ganz, ganz viel Spaß hatten und durch diese wunderschönen bunten Gänge gegangen sind. Das finde ich immer wieder schön, ist absolut sehens- und lohnenswert und ja, hat mir einfach wieder auch dieses Jahr sehr, sehr gut gefallen und ich mag es einfach, ja, einfach, dass da wenig Menschen sind, was ich schade finde für die Verlage, aber es kann halt von uns, glaube ich, kaum jemand ein koreanisches Buch zum Beispiel lesen oder ein arabisches Buch. Und auch die Cover. Ich fand gerade zum Beispiel die Cover von den Skandinaviern, die lachen auf jedem Cover. Das ist bunt und lebendig und einfach toll, wo ich so denke, das könnte nie ein deutsches Buch werden. Und ja, es ist einfach so. Und ich einfach toll fand. Also mir das echt viel Spaß gemacht hat. Und ja, wir dann zum Booktuber-Treffen gegangen sind, beziehungsweise ich vorher schon Thorsten und Phil eingepackt habe und wir dann gemeinsam zum erstmal noch ein Käffchen getrunken haben und dann eben zum Booktuber-Treffen gegangen sind, was glaube ich um 2:30 war. Und also meine Freundin hat sich dann allein auf den Weg sozusagen gemacht. Für die ist das nichts und kann ich auch absolut verstehen. Und ja, wir drei haben uns dann eben auf den Weg gemacht zum Booktuber-Treffen, haben in Ruhe noch ein Käffchen getrunken. Es war auch toll, Thorsten einfach mal live zu sehen. Phil habe ich ja alle 3 Tage sozusagen genießen dürfen. Und Thorsten dann eben zum ersten Mal am Sonntag. Und mit Thorsten hatte ich ja jetzt auch schon 2 Hangouts. Und in dieser Dreier-Kombi. Und es war einfach schön, ja, beide mal so da zu haben, um den Insider loszuwerden, auch mal anzufassen. Und das war einfach sehr cool. Also es ist einfach schön und man merkt einfach, dass es da keine Schüchternheit gibt, sondern wie gesagt, es ist einfach so ein Moment, also die Person steht echt da
Und dann fühlt es sich normal an, als hätte man jeden Tag irgendwie Gespräche und würde beim Kaffee sitzen. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und sehr gut getan. Und ja, bei dem Booktuber-Treffen habe ich dann noch einige andere getroffen, unter anderem Jessie, die ich, glaube ich, jetzt auch erst zum zweiten Mal gesehen habe. Die Lina war wieder da, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ist ja auch eine Booktuberin, die ich schon lange angucke und die ja gar nicht weit von mir weg wohnt. Lina, wir müssen uns unbedingt mal in Bamberg treffen. Und ja, ich mich da auch sehr gefreut habe, sie wiederzusehen. Das sind ja dann immer so Menschen, die man immer wieder auf Messen trifft. Und das finde ich einfach so besonders schön. Dann das erste Mal, glaube ich, getroffen habe ich Sina und auch Sarah. Auch eine, die ich ja schon lange auf YouTube mir angucke und auch wir früher sehr, sehr viel Kontakt hatten. Und es auch einfach mal cool war, die Person jetzt in echt so vor sich zu haben. Und das erste Mal getroffen habe ich Andy Dutter, der ja nicht nur in seiner Funktion als Booktuber sozusagen unterwegs war, sondern eben auch als Autor und der ein bisschen erschöpft gewirkt hat und ein bisschen überfordert mit der Situation, aber wir wirklich dann ein nettes Gespräch geführt haben. Und dann, ja, im Grunde zum nächsten Highlight, ich habe, ja, die liebe Laura Newman getroffen und das ist ja... Ja, auch so wie alte Freunde sehen sich wieder und das ist wirklich dann auch so immer der Moment, wo ich mich besonders freue. Und auch Annika war dann am Sonntag beim Booktuber-Treffen und wie so üblich ist, war auch Mama Newman da und ja, das ist, ja, war einfach cool. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, dann noch so eine Stunde, eineinhalb nach dem Booktuber-Treffen mit Käffchen trinken, durch die Hallen laufen, einfach sich so ein bisschen auszutauschen, neue Ideen zu spinnen über Bücher zu reden oder einfach, was man hier so ein bisschen erlebt hat. Und ja, Laura ist ja auch einfach so ein Mensch, ja, der ich auch so mein Herz ausschütten würde, könnte. Und ich denke, das gilt auch einfach umgekehrt. Und wir einfach so durch die Bücher eben auch so eine Freundschaft aufgebaut haben. Und Mensch, Laura, würdest du nicht in Bremen wohnen? Hättest du deine Buchhaltungsassistentin? Ja, also es war ein toller, toller Sonntag, tolle Begegnungen, tolle Treffen und ja, zumindest von denen man jetzt erzählen kann. Und dann ging aber die Odyssee eigentlich los und das möchte ich jetzt so ans Ende noch anführen, obwohl ich mir gerade denke, Mensch, warum hast du dich an dem Abend darüber so aufgeregt? Ja, ich sollte um 18.18 Uhr nach Hause fahren. Und wäre sozusagen 4 Stunden 15 irgendwie später um 10:30 in Hof gewesen mit einmal umsteigen in Nürnberg. Und wir kommen am Bahnhof an und ja, da steht dann schon irgendwas von 30 Minuten Verspätung. Aus den 30 Minuten Verspätung wurden 40. Und dann sind wir zur DB Info gegangen und der meint, ja, da schaffen sie ihren Anschlusszug nicht, weil ich da glaube ich eine 11 Minuten Aufenthalt in Nürnberg hatte, was eigentlich ausreicht. Es gibt jetzt die Möglichkeit, einen Zug eine Stunde später zu nehmen mit 4 oder 5 Umsteiger und irgendwie 5,5 Stunden unterwegs zu sein oder den nächsten zu nehmen, der eben dann um 20.18 Uhr fährt und man ist dann eben um 10:30 zu Hause. Und ja, die Variante habe ich dann gewählt. Wir haben noch mehr oder weniger gut am Bahnhof gegessen, schon sehr frustriert, muss ich ehrlich gestehen, weil ja, ich war da schon total genervt. Und habe auch schon in der Arbeit meine Kollegin angerufen und gesagt, hey, ich komme morgen nicht um 12, ich komme erst um 13:30 und mache dann 6 Stunden, weil ich Spätschicht hatte diese Woche. Und die hat auch gesagt, gar kein Problem. Und wenn noch was ist und ich irgendwie in Nürnberg festhängen sollte, dann soll ich mich melden. Ne? Also das ist war dann so ein Haken ab, okay, muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Ja, es kam dann aber, wie es kommen musste, dass auch dieser Zug 20 Minuten Verspätung hatte, bevor er überhaupt ankam. Und bis wir dann gefahren waren, waren schon 35 Minuten Verspätung. Und so war es an der Zeit, ja, es ist die Deutsche Bahn ist echt der Knüller, dass der Schaffner schon genervt war, warum man mich in diesen Zug gesetzt hat. Der komische Kollege an der DB Info hätte wissen müssen, dass auch dieser Zug Verspätung hat und ich dann gar keine Möglichkeit mehr habe, von Nürnberg wegzukommen. Und man im Grunde immer das Gefühl hat, man hätte was falsch gemacht, habe ich aber nicht, denn ich habe nicht die Verspätung gehabt, also, ne, wisst ihr. Und er dann gemeint, das war irgendwie doof und keine Ahnung, ich sagte, na dann sprechen Sie doch bitte mit Ihrem Kollegen an der DB Info, dann soll der eben sowas nicht verzapfen, ich kann dazu jetzt nichts. Auf jeden Fall sind wir dann um 12 Uhr in Nürnberg angekommen oder kurz vor 12, ja, ich glaube so 15 Minuten vorher und durften dann auch wieder zu der DB Info. Und dann hat sich zum Glück herausgestellt, dass noch zwei andere aus Hof bzw. der nahen Umgebung kommen
und man jetzt irgendwie ein Taxi für uns bereitstellt, bestellen muss, weil wir ja nicht anders nach Hause kommen. Meine Frage nach, ich bin jetzt müde, ich nehme auch ein Hotelzimmer, bekam ich dann den Satz darauf, ja, wir haben jetzt die Konsumenta hier, da bekomme ich kein Hotel für sie. Wo ich dann gemeint habe, das ist aber eigentlich ihr Problem und nicht meins. Also ich fand das wirklich unverschämt, wie die Bahn da mit einem umgegangen ist und was die sich so dabei gedacht hat. Aber ja, letzten Endes sind wir dann tatsächlich mit einem Taxi nach Hause gebracht worden und um 2:30 bin ich dann durch meine Haustür gegangen, also mit 3-stündiger Verspätung knapp und ja, fix und fertig. Nach Hause gekommen, Katzen begrüßt und geschlafen. Sehr lange am Montag geschlafen, ich war wirklich fix und fertig und war wirklich froh, dass ich erst um 2:30 dann mit der Arbeit angefangen habe und auch nur einen 6-Stunden-Tag hatte. Und war so, gefühlt hatte ich den Eindruck, das habe ich auch noch zu meiner Freundin am Bahnhof gesagt, das Wochenende war einfach zu perfekt. Es musste jetzt eigentlich noch irgendwie so ein Dämpfer kommen. Wisst ihr das, wenn ihr so das Gefühl habt, es läuft gerade alles gut und alles passt und dann kommt so der Knall. In der Regel sind das ja eher Krankheiten, aber bei mir war es die Deutsche Bahn, was ja wahrscheinlich sehr ähnlich ist. Ja, jetzt kann man das so ein bisschen entspannter sehen. In dem Moment sieht man das nicht so. Also ich war wirklich fix und fertig. Ich stand da an diesem Bahngleis und dachte, ich bin so allein. Und das war dann auch so ein bisschen der Kater von der Buchmesse, von den Menschen, die man getroffen hat. Und wo man dann einfach merkt, jetzt dauert es wieder so lange, bis man sich trifft, bis man sich sieht, bis man sich hat. Die einen eher, die anderen später. Und ja, es ganz schön hart war. Also das war wirklich wie so ausgesetzt werden. Ne? Aus einem tollen, tollen Wochenende und tollen Begegnungen, da, wie wenn einem da jemand gesagt hat, du darfst jetzt nicht mehr mitspielen. Ne? So ähnlich hat sich das angefühlt. Und ja, die Heimfahrt war dann aber ganz okay. Ich hatte im Zug von Frankfurt nach Nürnberg einen französischen Studenten, der zum Glück Englisch gesprochen hat, neben mir sitzen, den lieben Alain. Das war sehr unterhaltsam, wenn er Englisch-Französisch sprach und ich Englisch-Deutsch und wir haben ganz oft gelacht. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja Steffi, hättest du den Zug eher erwischt, dann hättest du das Gespräch nicht gehabt. Ja, das ist natürlich richtig. Man soll ja immer das Positive sehen und da gebe ich auch jedem recht. Es war zum Glück ertragbar. Und auch die Taxifahrt, da habe ich dann, glaube ich, tatsächlich mehr geschlafen. Zum Glück war es ein großes Taxi, sodass man nicht so aufeinander saß zu dritt und hatten auch genug Platz für unser Gepäck. Und ja, aber man ist einfach kaputt. Also man hat dann so viel Aufreger, so voller Hochfreude und dann wumm und dann wieder hoch und wieder hm. Ja, dementsprechend habe ich heimwärts eben kaum Hörbuch oder Musik gehört, auch nichts irgendwie gelesen und war eigentlich nur noch froh, als ich dann zu Hause war und ja. Und neben den Booktube-Kollegen und Freunden und Autoren und Verlagsleuten waren eben auch die Gespräche ganz, ganz toll, die man eben mit den Menschen von der anderen Seite sozusagen hat und ich es wirklich toll fand, dass man sich so einfach über die Dinge unterhalten konnte, die einen Freude machen, die einen begeistern, die einen auch irgendwie durchs Leben begleiten und man eben immer dieses Thema Buch zuerst hat und dann eben merkt, wie die Gespräche weitergehen und das fand ich wirklich sehr, sehr großartig und ja, es war eine tolle Messe, es waren tolle 3 Tage, es war wirklich, ich glaube, wirklich eines mit der schönsten Messebesuche, die ich bisher hatte, weil eben auch einfach so viele Lieblingsmenschen an einem Ort waren und man das einfach genießen konnte, diese Zeit, sodass die Bücher eigentlich schon ein bisschen nach hinten in der Priorität gerutscht sind und man einfach die Zeit mit den Menschen genossen hat. Und ja, hier nochmal einen ganz großen Dank an die Lieblingsmenschen, dass es euch gibt. Und dass wir uns da einfach gesehen haben und auf dass das nächste Treffen nicht so lange ist und wir uns dann hoffentlich vielleicht alle spätestens in Leipzig wiedersehen. Das fände ich wirklich super, super cool, super schön oder ja, zu irgendwelchen anderen Treffen oder Besuchen, ja. Das zur Frankfurter Buchmesse. Ich hoffe, ihr hattet jetzt mit dem Video auch ein bisschen Spaß, was ja typisch Steffi eigentlich ist und sehr untypisch zu anderen Vlogs und Follow-Me-Arounds. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß ja, bei meinen Erzählungen und meinen Bildern und konntet da so ein bisschen mit dabei sein, wenn ihr nicht sowieso live dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.